Herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer, und hier seht ihr den Startbildschirm von Diablo 3, das ich ab heute Let's Playen werde. Ich bin der Kulanix und wir fangen einfach gleich mal an. Ich werde ein Barbar spielen, weil ich den einfach so gut finde. Anderen Let's Plays habe ich gesehen, der ist sehr, sehr schön. Natürlich werden wir diesen, wie ich halt auch in YouTube heiße, Kulanix nennen. Und es folgt die erste Cutscene. Viel Spaß! Akt 1. Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Ja. Tastenbelegung ist bei Diablo 3 sehr interessant. Man steuert nicht wie bei WoW mit WASD, sondern mit der Maus links und rechts. Und hier haben wir schon den ersten Zombie. Den ersten Untoten. Erinnert mich ein bisschen an Left 4 Dead 2 und 1. Ah, Neutristan. Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Wachen, öffnet das Tor! Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ja, geht doch schon mal sehr gut los. Die Kirche von Zakharum ist in Ungnade gefallen. Gasthaus zum geschlachteten Kalb. So, wollen wir mal gucken. Da ist Lea. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Die Vorfahren gewähren mir Stärke. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Haben wir Fertigkeit freigeschaltet. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Ich werde eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Rumford. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Eure Krieger werden gerecht werden.
Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Okay. Greifen die Barrikaden an! Mehr Wut! Eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ja, bisher läuft das ja ganz gut. Schöne Grafik. Und hier kommen schon wieder die ersten Zombies. Nicht genug Wut. Ja, mehr Wut. Sollte es bei mir etwas haken, dann hat das der Ping zur Folge. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Dazu sagen, Diablo 3 ist mein allererstes Diablo. Ich habe Diablo 1 und 2 nicht gespielt, weiß also die Vorgeschichte nicht. Ja, scheußliche Mütter. Wow! Habt aber gesehen, wie dermaßen es hier laggt bei mir. Trotz einer 100.000er Leitung sind die Server doch momentan sehr überlastet. Gehen wir mal weiter. Ah, da haben wir sogar ein blinkendes Licht. Da gehen wir mal hin. Ah, schon wieder. Oh, feuchter Keller. Schauen wir doch mal nach, was wir hier drin finden. Wow! Oh, ganz viel Gold, ganz viel Gold. Und wir gehen natürlich weiter. Wir wollen wissen, wo die Straße hinführt. Monster hier mit. Sie bringen Gold. Wow! Aus dem Boden entstandene Leichen. Die Urahnen segnen mich. Neuer Rekord. Nach Fertigkeit. Mehr.
Das Gold nehmen wir natürlich mit. Und da schwuppt eins von hier seine scheußliche Mutter an. Diese unheiligen Kreaturen können nur so. Eine scheußliche Mutter. Altrestran, Diablo selbst wandelte einst an diesen Ort. Die Königin ging jetzt recht leicht. Den armen Mann in Ruhe. Ja, aber ihr seht, es ist... Es lag ziemlich doll heute Abend. Ich könnte etwas größere Parts machen. Kurzbogen, können wir den nehmen? Oh, Schuhe. Natürlich nehmen wir Schuhe. Schuhe sind immer gut. Nicht genug Wut. Wieder ein Kurzbogen. Und oh, der düstere Keller. Die Gerüchte über Folter und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag mehr. Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Wir alle haben uns getäuscht. Er lässt unsere lustige Armee im Morgengrauen gegen die Westmark marschieren. Was soll aus uns werden? Ja. Ein Tagebuch von... Wir sind schon einer Toten. Ja. Das, den wir haben, ist alles besser. Schaut, ob es Gold gibt. Nein. Und wir haben die erste Quest abgeschlossen. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Ja, Quest Nummer 1 ist fertig. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause. Ich, euer Kulanix.